Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren. Also wenn man jetzt der Frau Kollegin Crisper zugehört hat, sie bezeichnet die Bundesregierung als fantasielos, die Bundesregierung ist unwillig im Bereich der Integration, untätig und die Bundesregierung kürzt. Also nichts davon, geschätzte Frau Kollegin, ist wahr. Was ich aber nicht verstehe bei Ihrem Antrag, abgesehen davon, dass Sie den in den falschen Ausschuss eingebracht haben, was ich inhaltlich nicht verstehe, dass Sie jetzt eine Integrationsstiftung neu schaffen wollen, wo ein Stiftungsrat über die Förderschwerpunkte und die Vergabeentscheidungen von Projekten befindet. Das verstehe ich wirklich nicht. Und gerade in Zeiten, wo wir über Abbau von Bürokratie und Doppel- und Mehrgleisigkeiten in der Verwaltung diskutieren und sprechen, wollen Sie eine neue Institution einführen. Und abgesehen davon, weil Sie gesagt haben, es wird gekürzt und die Bundesregierung ist untätig, Frau Kollegin Crisper, ich weiß ja nicht, ob Sie sich auf der Homepage des zuständigen Ministeriums, und das ist nun mal eben das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, die Datenbank Integrationsprojekte in Österreich angesehen haben. Aktuell habe ich da 17 Seiten ausgedrückt und aktuell sind 703 Integrationsmaßnahmen und Integrationsprojekte aufgelistet. Da sind viele dabei, die sinnvoll sind. Da sind einige auch dabei, über die man diskutieren wird müssen. Aber es wird etwas getan, sehr geehrte Frau Kollegin Crisper. Und im Bereich des zuständigen Integrationsministeriums werden die Schlüsselelemente für Integration, also eben die Basissprach, die Werte- und Orientierungskurse zur Verfügung gestellt. Und weil Sie gesagt haben, es wird gekürzt, das ist ja auch eine totale Falschaussage, die Sie hier tätigen, der für die Abwicklung dieser Kurse betraute österreichische Integrationsfonds hat im Budget um fast ein Drittel mehr bekommen als im Vorjahr. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal dort waren. Ich habe mir das angesehen im ÖIF und die leisten wirklich hervorragende Arbeit. Und die Bundesregierung stellt sicher, dass der ÖIF diese wichtige Arbeit auch in Zukunft leisten kann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Man muss aber auch eines feststellen, und das fehlt mir in der ganzen Debatte. Wenn von Integration gesprochen wird, wird es von der linken Seite hier immer so dargestellt, als wenn Integration eine rein staatliche Aufgabe wäre. Das ist es aber nicht. Und das ist auch nicht die alleinige Aufgabe der österreichischen Gesellschaft, des österreichischen Staates. Für mich ist Integration in erster Linie eine Bringschuld der Zuwanderer, die in unser Land kommen, sehr geehrte Frau Kollegin, die in unser Land kommen, in unserem Land aufgenommen werden, in unserem Land auch Sozialleistungen kassieren und hier auch Bildungseinrichtungen in Anspruch nehmen können. Das ist eine Bringschuld der Menschen, die zu uns kommen. Und darum bin ich auch froh, dass das klipp und klar im Regierungsprogramm dieser türkis-schwarzen Bundesregierung festgehalten ist, wo es zum türkis-blauen Bundesregierung natürlich festgehalten wird. Und ja, ist ja alles so witzig, aber hören Sie zu, im Regierungsprogramm der türkis-blauen oder von mir aus blau-türkisen Bundesregierung steht klipp und klar drinnen, von jenen Personen, die rechtmäßig und dauerhaft in unserem Land leben, wird eingefordert, dass sie sich aktiv um ihre Integration in die Gesellschaft und ihr Fortkommen bemühen, sowie unsere verfassungsmäßig verankerten Werte hochhalten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und man darf bei dieser ganzen Integrationsdebatte auch die Probleme im Bereich der Integration nicht verschweigen unter der falsch vorhandenen Toleranz, die die Linken auch an den Tag legen. Man muss sich dazu bekennen, auch parallel der Bildung von Parallel- und Gegengesellschaften entgegenzuwirken. Man muss sich zum Kampf gegen den politischen Islam bekennen. Und das macht diese Bundesregierung. Wir haben Probleme, wenn es in Schulen einen Kampf der Kulturen gibt. Und das ist jetzt keine Aussage des FPÖler, das ist eine Aussage. Und Sie kennen ja die Zeitungsmeldungen einer Wiener Lehrerin, einer SPÖ-nahen Lehrerin, die von den Missständen in den Schulen gesprochen hat und dann von der eigenen roten Personalvertretung medial dafür geprügelt wurde, meine Damen und Herren. So schaut's aus in Ihrem roten Wien.
Und weil es aktuell zum Thema passt, im Bereich der Integration, auch bei Fehlentwicklungen und Problemstellungen, jetzt gerade im Ramadan, wo wir die Zeitungsmeldungen kennen, dass es zu gesundheitsgefährdenden Zuständen von Schulkindern kommt, die fasten müssen, und da bin ich dem Generalsekretär der ÖVP, dem türkis-schwarzen Karl Nehammer, sehr, sehr dankbar, dass er das Thema auch aufgegriffen hat und gesagt hat, auch hier muss etwas passieren, denn es kann auch unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit nicht sein, dass unsere Kinder, dass die Kinder der Zuwanderer, dass schulpflichtige Kinder gesundheitlichen Schaden nehmen, meine Damen und Herren. Und abschließend noch zu den Deutschförderklassen, da will ich inhaltlich nicht sehr viel sagen. Der Kollege Dönmetz hat das ja sehr präzise hier skizziert, wie das geplant ist und warum das einen Sinn hat. Und wir wissen auch laut einer aktuellen Umfrage, dass 83% der Österreicher diese Deutschförderklassen befürworten. Nur die Neos wissen es natürlich wieder besser wie die 83% der Österreicher. Das ist schon klar in ihrer Denkweise. Sehr geehrter Herr Kollege Scherak, ja, passt schon. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das macht Sinn. Und Sie haben gesprochen, wir sind fantasielos. Das sind wir nicht, vielleicht in manchen Bereichen. Ich bin froh, dass wir Realisten sind. Ich bin froh, dass wir mit dem Bildungsminister Faßmann einen Realisten hat, der sich auch nicht beirren lässt, dass wir als Bundesregierung, als türkis-blaue Bundesregierung an diesem Weg festhalten. Und sehr geehrte Damen und Herren der NEOS, machen Sie sich keine Sorgen. Wir brauchen eine neue Stiftung, eine neue Infrastruktur nicht, um die Problembereiche im Integrationsbereich zu lösen. Die Grundlage für eine gelungene Integration, die Grundlage für ein ordentliches Zusammenleben der Kulturen auch in Österreich bildet das Regierungsprogramm dieser Bundesregierung. Wir gelangen uns